Frankfurt Rheinland begrüße ich Sie an Bord der Katrin. Wir gehen auf dieser 7-Seen-Rundfahrt an 6 Schlössern vorbei, eines der schönsten Erholungsgebiete Berlins. Sie erfahren dabei ein wenig über die Geschichte unserer schönen Stadt. Und nun wünschen wir Ihnen eine erholsame Fahrt über die schönen Havelseen. Der Donnerstag soll der Fahrt runter, schon was wir sehen und fahren, an 6 Schlössern vorbei. Wir fahren zurzeit den kleinen Wannsee. Der kleine Wannsee ist mit einer der teuersten Wohngegenden Berlins. Wenn Sie sich einmal umschauen am kleinen Wannsee, hier können Sie einfach ganz schnuckelige Wellen sehen. Achter. Wir fahren dann weiter über den Kohlesee, Schnäppchensee, Rippensee, Tiefersee, Jungfernsee und zum Schluss der große Wannsee. Unsere Fahrzeit wird voraussichtlich 1 Stunde 50 Minuten betragen, wenn nichts dazwischen kommt. In Babelsberg befindet sich auch das riesige Uferfilmgelände, einst größte Filmstadt Europas. Man nannte es auch damals das Klein Hollywood von Babelsberg. In den damaligen Uferfilmstudios wurden unter anderem die Filme gedreht, Der blaue Engel, Der Kongress tanzt, Metropolis, um nur einige Beispiele zu nennen. In dieser prachtvollen Villen jetzt unser linken Uferseite entlang wohnten früher teilweise die Filmschaffenden der Uferfilmgesellschaft. Um nur einige Stars zu nennen, die damals hier wohnten, Marika Wack, Brigitte Horney, Heinrich George, Lilian Harvey. So, eine rechte Seite hier endet der westliche Teil von Berlin. Auf diesem Schild jetzt unsere rechten Seite mit der 12 drauf. In Fahrtrichtung gesehen, auf hier beginnt die Exklave Kleinklinike. Und so einer linken Uferseite Neubabelsberg. Diese beiden Bezirke gehören zum Regierungsbezirk Potsdam zum Land Brandenburg. Zu unserer rechten Seite wie zu unserer linken Uferseite, hier findet beider Seite die damalige Mauer entlang. Noch etwas zu diesem Haus jetzt von der linken Seite auf der Anhöhe. Und oben auf diesem Mauervorsprung, dort wo dieser Jägerzaun steht, dort genau verlief die damalige Mauer entlang, direkt vor der Haustür von diesem Haus. Na gut, es war einmal. Wir fahren jetzt den 15. See unter 7 Seen runter. Den Tiefensee. Die Grieninger Brücke ist heute eine der berühmtesten Brücken der Welt. Rechts neben der Grieninger Brücke die große Neugierde. Eine von Schinkel gestaltete runde Gartenhalle mit korinthischen Säulen. Und links neben der Grieninger Brücke diese großen Säulen, die Sie dort sehen, die gehören zum Tor von Potsdam. Thank you.
Und jetzt ist an der linken Seite im Hintergrund das Schloss Sizilienhof. Schloss Sizilienhof wurde zwischen 1913 und 1917 von Schulze Naumburg im englischen Landhausstil gebaut. Am 2. August 1945 Tagungsort der Potsdamer Konferenz. Seit 1956 historische Gedenkstätte des Potsdamer Abkommens. In dem Schloss Sizilienhof ist schon seit vielen Jahren ein Luxushotel untergebracht. Man kann hier sehr, sehr preiswert übernachten. Die Hohenzollern Suite kostet pro Übernachtung nur 650 Euro. Es geht ja noch. Hier links in diesen Boxen, hier lagen vor der Wende über Nacht die Schnellboote der DDR-Grenzkontrollstelle Nedlitz. Und ebenfalls an der linken Seite, hier links im Hintergrund, die damalige Grenzkontrollstelle Nedlitz. Hier wurden die Fracht- und Tankschiffe von und nach Berlin von den DDR-Grenzbehörden abgefertigt. Sie können hier links auf der Ecke noch den originalen Wachturm sehen. Natürlich ein bisschen restauriert. Und wenn man hier links in diese Richtung weiterfährt, so gelangt man über die Elbe nach Magdeburg oder in die andere Richtung zentral, Richtung Hamburg oder über den Mittellandkanal, weiter über den Dortmund-Enz-Kanal, Rhein-Herne-Kanal zum Rhein. Jetzt meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden und sage Ihnen Tschüss. Danke und auf Wiedersehen für heute Feierabend. Macht's gut, Nachbarn. Jo, das war's.